Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin René und wie ihr seht, der Essäumel ist fertig. Er steht vor mir, ich sitze am Tisch. Wir kümmern uns mal um ein gemütliches Review. Vorab sei aber gesagt, das Modell, was ich euch hier zeige, ist gesponsert worden von Moltking selbst, ja? Moltking Corporation. Ich zeige euch gerade mal die Seite. So, da sind wir bei Moltking Corporation zu Hause. Übrigens die einzigste offizielle Seite von Moltking. Es gibt keine anderen offiziellen Seiten von Moltking. Könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, wenn ihr auf dieser Seite Moltking Corp seid. Ganz runter unten gibt es einen Link zu Facebook und da hinterlegen sie auch nochmal die ganzen Fake-Shops, auf die ihr nicht reinfallen solltet. Ja, Moltking Corporation, der einzigste offizielle Shop, den es so gibt. So, und wenn wir dann auf der Seite sind, na, jetzt hier Christmas, ja klar, ist gerade rum. Wir gehen mal auf Shop Now, gucken uns mal ein bisschen um. Und erblicken da schon, oh, guck mal hier, da ist schon die 17007, der LTM 11200, das, was ich vor mir stehen habe. So, wenn ihr den also shoppen wollt, klickt hier drauf, er kostet 450 Euro. Und das war's dann auch schon. Ja, es kommen im Regelfall keine weiteren Kosten auf euch zu, außer ihr wollt Expressversand haben, weil ihr extrem ungeduldig seid. Ja, das kostet extra. Aber wenn ihr ein bisschen Geduld habt, sprich so um die, ja, was hat es jetzt gedauert? Eine Testbestellung hatte ich gemacht, ich glaube, die hat so gedauert, so 14 Tage ungefähr, ja, per Normalversand. Wird demnächst auch wieder ein bisschen schneller werden. Wir zum Beispiel das Geschäft hatten die sehr viel zu tun und hatten keine Frachtplätze frei. Die Lage entspannt sich gerade wieder, könnte vielleicht jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Aber stellt euch mal so auf 14 Tage ein. Und wenn ihr die abwarten könnt, dann seid ihr mit den 450 Euro schon fertig. Ja, roundabout, je nach Dollarkurs, schwankt das mal hier und da ein bisschen, klar. Aber um Steuern und Zoll braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist alles inklusive. Wird auch hier ganz transparent auf der Seite geschrieben. VAT included. Also, besser geht's doch nicht. Ne? Einfach mal draufklicken. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, selbstverständlich. Wenn es euch denn hier am Schluss überzeugt hat, könnt ihr gerne da draufklicken, mal ein bisschen stöbern gehen, einkaufen gehen. Ne? Das freut nicht nur Moltking, freut auch mich, weil ich kriege eine kleine Provision davon. Sind nämlich Affiliate-Links. Aber lest ja auch alles unten in der Video. So, kommen wir mal zurück zum Modell, beziehungsweise noch nicht ganz. Denn ich möchte mich an dieser Stelle auch mal ganz, ganz herzlich bei brickandbricks.com bedanken. Denn ich hatte schon Anfang 2023 das erste Mal Kontakt mit dem Moltking aufgenommen. Da haben die gerade ihre Firmenstruktur ein bisschen umgebaut, ein bisschen umgeswitcht und sind teilweise neue Wege gegangen. Und im Zuge dieser neuen Wege ist der Kontakt dann mit mir und Moltking auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Brickandbricks.com aus der Schweiz, ein sehr netter Shop, hat dann einen zweiten Kontakt für mich ermöglicht. Jetzt bin ich mich auch an seinen Sales Manager geraten und ja, auch nach einem guten halben Jahr Verhandlungen trägt das jetzt endlich Früchte, dass auch ich von dem mal ein Modell gesponsert bekomme. Aber ihr kennt mich ja, selbst wenn ich die Modelle gesponsert kriege, ja, und ich möchte nochmal betonen, nicht geschenkt, sondern gesponsert, so ist meine Meinung über das Modell doch meine eigene, nicht die von Moltking. Die finden das toll, die finden das super. Nein, bei mir erfahrt ihr auch die Fehler und Tücken und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ne? Ich fake hier nichts, ich stelle auch nichts. Habt ihr bereits in den Bauvideos gesehen, wenn die Fehler aufgetaucht sind, habe ich sie meistens auch behoben. So, das zur kleinen Vorgeschichte. Wenn ihr denn bei Moltking bestellt, ihr kriegt immer einen Originalkarton dazu, wie er hier jetzt bereits im Hintergrund steht. Und ja, selbst der ist schon ein wahres Monstrum, wie ihr seht. Ja. Und was bekommt ihr denn dann alles? Ihr bekommt eine ganze, ganze Menge. Zum einen, wir fangen mal an, ganz klassisch, Moltking die 17007. Ist das Modell in Weiß. Ihr bekommt das ganze Modell mit der 17008 auch in Rot. Das ist jetzt absolute Geschmackssache. Ich habe persönlich weiße Modelle lieber. Ganz einfach, ich habe schon sehr viel Rote. Schlicht und ergreifend. Und es werden auch noch ein paar mehr werden. Ja? Ich sage nur mal, die nächste Feuerwehr, die muss wieder rot werden. Ja? Und deswegen habe ich mal ein weißes Modell und ich mag auch weiße Modelle. Ja, dann bekommt ihr das in dieser Originalkarton nach Hause. 8.500 Teile Bauspaß, um genau zu sein, 8.506 Teile Bauspaß. 8.506. Dort inbegriffen sind Power Functions und Pneumatic. Pneumatic ist jetzt ein bisschen zu vernachlässigen. Das ist eine Pumpe, das ist ein Switch, beziehungsweise sogar zwei Switches und ein paar Schläuche, vier Stempel. Und das ist nicht so der Rede wert. Ja? Machen wir uns allerdings vor, das ist eine nette Spielerei. Aber was richtig geil ist, sind die Motoren. 20 Motoren sind hier drin.
eine MKH 6.0 Akkubox und zwei MKH 4 Akkuboxen. Ja, ihr merkt, ich betone dieses H immer, denn das sind die neuen, das sind die weißen Akkuboxen. Ja, wir kennen ja die alten in Dark Blue Gray bzw. Trans Black. Und jetzt haben wir neue, wir haben weiße. Diese weißen haben die Besonderheit, die sind sechsadrig ansteuerbar von den Motoren her. Da gibt es nämlich auch neue, ja, H-Motoren, HL, HXL oder HM-Motoren, auch neue. Und die können über die App, über die Akkuboxen, nämlich dann in der Drehzahl begrenzt werden. Sprich, wir haben Endpunkt und einen Startpunkt. Was bei manchen Sachen die ganze Sache ein bisschen netter macht. Manko, diese Akkuboxen könnt ihr nicht mit einer Fernbedienung bedienen. Ihr braucht die App zwangsläufig. Kommen wir nachher noch zu. Ich habe mein Handy schon resettet. Die gehen wir nachher nochmal Schritt für Schritt durch, wie ihr das an dem Modell hier am besten macht. Ja, in den Motoren. Die Motoren. Machen wir mal ganz, ganz kurz. Wir haben einen Servo drin, der ist mehr oder weniger für die Pneumatic-Ansteuerung da. Der ist in dem Modell selbst gekoppelt mit einem L-Motor, was uns die Pumpe ansteuert. Und der Servo dient dann dazu, den Switch umzulegen. Das heißt, sobald der L-Motor anspringt, springt auch der Servo an, dreht sich in eine Richtung. Dadurch, dass er den Switch schaltet, schaltet er die Luft in den entsprechenden Kanal rein. Funktioniert tadellos. Dann haben wir drei HM-Motoren drin. Vier HL-Motoren drin. Die Akkubox hatte ich bereits gesagt. Ein paar Gewichte, ein bisschen Pneumatic. Vier normale M-Motoren. Fünf normale L-Motoren. Mit normalen meine ich die in dem Dark Blue Gray Gehäuse. Drei XL-Motoren, auch von der alten Sorte. Nochmal zwei Akkuboxen, ein bisschen Carbon und noch weitere Pneumatic. Das ist das, was jetzt hier so beim Molking angibt, was dabei ist. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Jetzt könnte man ja meinen, so viele. Und das kriegt auch Molking jetzt bestimmt wieder nicht mehr auf die Reihe in Sachen Kabelmanagement. Nee, das haben sie sogar hier sogar zu 99% richtig gut gelöst, muss ich mal sagen. Zum einen ist es in der Anleitung bebildert. Ja, ja, das Kabelmanagement ist bebildert in der Anleitung. Unglaublich, aber wahr. Die Motoren haben drei oder vier unterschiedliche Längen an Kabeln dabei. Finde ich auch sehr nett. Wir haben auch Verlängerungen dabei, Kabelverlängerungen. Wobei, da muss ich sagen, da ist Molking ein bisschen geizig gewesen. Da hätten sie uns ruhig mal eine Nummer länger geben können, denn sie haben schließlich Motoren teilweise mit 80 cm Kabellänge genommen und welche mit 15 cm. Da haben sie schon eine Varianz drin. Sehr schön, sehr nett, super. Aber bei den Verlängerungen haben sie dann wieder ein bisschen gespart. Damit meine ich, wir sollten einmal eine Verlängerung setzen von ungefähr hier bis nach hier. Und die ist ein bisschen sehr kurz geraten. Ja, ich glaube, im ersten Bauvideo habe ich da euch schon einen kleinen Trick gezeigt, wie man die am besten sich fixiert, damit die nicht ganz so in der Gegend rumbaumelt. Es sind zwar Pins dabei, aber es ist grenzwertig. Es geht, aber es ist komisch. Ganz zu schweigen dann von, so kommen wir einmal hier raus mit dem Kabel und gehen ganz nach vorne. Und zur Akkubox. Die sind schlicht und ergreifend einfach so kurz, dass sie mir den nur oben drüber legen können. 10 cm länger und wir hätten sie schön unterirdisch, sage ich jetzt mal, verlegen können. Aber dennoch, Kabelmanagement top. Der Bau an sich top, easy. Steine von GoBricks, brauchen wir ja nicht weiter zu sagen. Und es läuft echt super mega geschmeidig. Also ich habe an dem guten Stück jetzt, fragt ihr auch immer, wie lange ich daran geklemmt habe. Stunden kann ich euch gar nicht so sagen. Das geht bei mir immer ein bisschen unter zwischen Videos machen und vorbereiten und für die Videos noch vorbereiten und dann klemmen und sortieren und hier was ausprobieren. Reine Bauzeit kann ich euch daher gar nicht so sagen. Aber ich kann euch sagen, ich saß summa summarum eine gute Woche dran. Ja, aber bedenkt auch, ich habe vier Kinder zu Hause, also ich bin nicht pausenlos 24 Stunden am Tag am Klemmen. Ja, und dann, nach der Woche hatte ich dann diesen Trümmer hier stehen, den LTM 11200. Jetzt gab es bereits in den Kommentaren einige, die gemeint haben, ah, das Ding ist ein geklauter Mock. Nein, ist er nicht. Also zum einen, wir haben, ich konnte leider nicht viel mehr ausfindig machen. Es ist wieder aus der Brick Expert Serie, wie wir auf der Packung sehen.
und von einem Designer, der sich Lim nennt, ist das Design worden. Ich konnte ihn jetzt leider nicht ausfindig machen, ist aber auch teilweise kein Wunder, denn je nach Verträgen, ich bin ja nicht seit gestern im Geschäft hier mit den Videos und unterhalte mich auch nicht seit gestern erst mit Mockern. Jetzt gibt es da die verschiedensten Konstellationen. Unter anderem eine Konstellation, wenn die Mocker ihre Entwürfe an Molking verkaufen, fordert Molking sie auf, alle Anleitungen aus dem Netz zu löschen, egal wo sie sind. Kann sein, muss nicht sein, es gibt noch andere Varianten. Aber so ist es in der Vergangenheit passiert, gerade jetzt bei den Expert vermehrt der Fall. Man kann die Designer dann einfach nicht mehr ausfindig machen. Ist einfach so. Wo soll man dann noch suchen? Ja. Aber letztendlich hat sich dann in den Kommentaren auch herausgestellt, es geht gar nicht darum, dass das, oder um den Mock, wo viele gesagt haben, dass der geklaut ist. Das ist ein ganz anderes Modell. Ja, es ist auch der LTM 11200, aber ein ganz anderes Modell. Den LTM 11200 gibt es in keine Ahnung wie viel verschiedenen Varianten mit verschiedenen Anbauteilen, Aufbauteilen und. Wir haben hier eine sehr, sehr kleine Version dieses LTM 11200 zur Verfügung. Um den Mock, wo es da ging, das war eine sehr große Version. Das seht ihr dann aber auch schon, wenn ihr die Bilder mal vergleicht. Und der hat, wie gesagt, nichts mit diesem hier gemeinsam. Kann ich jetzt so pauschal sagen, der hat nichts gemeinsam, obwohl ich den anderen nicht gebaut habe. Vielleicht den Unterbau, aber das war es dann auch. Also den Unterwagen, aber das war es dann auch. Und selbst der ist anders. Denn hier haben wir Pneumatik drin. Pneumatik ist für die Stempel da, war bei dem Mock übrigens auch nicht. So, zum Bauen. Nochmal zurück zum Bauen. Zum einen Stickerbögen. 106 Sticker und da habe ich die für die Motoren noch nicht mitgezählt. Und ja, ich habe sie mal alle für euch drauf gemacht. Ich habe mich mal durchgequält. Ja, weil Weihnachten war ja jetzt kürzlich und vier Kinder und Kinderspielzeug, ihr wisst, da muss man genauso viel draufkleben. Deswegen war ich relativ in Übung. Aber trotzdem, ich kann euch sagen, das ist die Hölle. Gerade am Schluss, wo man hier kaum noch irgendwo drankommt. Okay, so. Dann kriegt ihr zwei Anleitungen. Zwei dicke, fette Bücher. Die erste Anleitung geht bis Bauschritt Nummer 9 und die zweite fängt dann logischerweise ab Bauschritt Nummer 10 an. Diesmal ein klarer Cut. Sind wir auch nicht so gewöhnt von Molking. Deswegen auch wieder Hut ab, Respekt. Ihr macht sehr viel gut in letzter Zeit. Sehr, sehr viel. Habe ich aber, glaube ich, schon bei den vergangenen Modellen gesagt. Sie werden immer besser und immer besser und immer besser. Chapeau. Was mir allerdings nicht so gut gefällt. Wir haben diesmal keine Übersicht. Normalerweise kriegen wir ganz am Schluss von den Anleitungen immer noch erzählt mit der App, wo wir was machen und hast du dich gesehen und hier kriegen wir nichts. Hier kriegen wir nur erzählt, wo die sich Sticker hinlegen sollen, hinkleben sollen. Aber nicht, wie wir was bedienen. Ist aber auch nicht schlimm. Nicht bei dem Modell. Nicht bei diesem Modell. Ja, Anleitung brauche ich, glaube ich, aufs Innere nicht näher eingehen. Standard. Standardanleitung, die wir so aus Dänemark kennen oder von Molking kennen. Ganz üblich. Und super einfach. Zum Bauen nochmal zurück. Carbon. Wir haben auch sehr viel Carbon drin. Hauptsächlich beim Antrieb und bei der Lenkung. Aber auch nicht komplett. Wir bauen ja den Antriebsstrang. Er ist übrigens, er hat 9 Achsen, davon sind 7 angetrieben. Respekt. Respekt. Und auch 7 Achsen sind gelenkt. Cool. Aber diese Verbindung zwischen den einzelnen Achsen, zwischen den einzelnen Differentialen, die wir da bauen, mal sind sie mit Carbon, mal ohne. Einen wirklichen Sinn habe ich da drin jetzt nicht gesehen. Also ich mache doch, wenn dann, alles oder nichts. Okay, Schwamm drüber, es funktioniert. Also, auch wieder kein Grund zum Aufregen. Ne? Gut. Pneumatik ist dabei. Bei der Pneumatik müsst ihr anfangs ein bisschen aufpassen. Ich sage es ja immer wieder, die Pumpen, die kleinen blauen Pumpen von Molking bzw. von GoBricks haben eine kleine Schwäche. Ihr könnt oben die Pinaufnahme ganz einfach abtrennen. Trennt sie ab, Tröpfchen Sekundenkleber rein, wieder drauf machen. Läuft. Das gleiche musste ich hier auch bei meinen Stempeln machen. Ja, die bei den Stützen dran sind. Auch da sind wir oben die Pinaufnahmen abgegangen. Aber
Die sind ja, die Stempel selbst sind ja innen drin aus Metall. Oben ist dann nur diese Kunststoffhülse drauf als Pinaufnahme. Da zwischen den Tröpfchen Kleber und die Sache ist wieder gegessen und es funktioniert einwandfrei. An Joymatic geben sie uns sehr viel Schlauch mit. Ihr seht, hier ist noch sehr viel übrig. Lustigerweise geben sie uns so ein bisschen schwarzen Schlauch mit. Der ist nur anfangs zum Testen der Joymatic da. Sonst brauchen wir den nicht mehr. Ja. Ansonsten ist so ein bisschen blauer Schlauch drin. Davon brauchen wir nicht viel, nur ein paar Zentimeter. Es sind auch nicht viel mehr drin. Und ihr seht, ich habe noch ordentlich über. Also da könnt ihr ganz getrost erstmal in die Vollen greifen beim Ablängen und anschließend auf die entsprechende Länge kürzen. Ein nettes kleines Hämmerchen. Ja, der Molking-Teiletrenner ist auch dabei. Und ich schütze jetzt mal nicht aus, aber ihr seht, es sind noch enorm viele Teile übrig. Hauptsächlich aber auch von der Pneumatik-Testung am Anfang. Nachher beim Bauen bleibt so gut wie nichts mehr übrig. Außer ein paar Pins. Ja, Bau, wie gesagt, lief relativ problemlos. Fehler habe ich in dem Sinne keiner entdeckt. Ihr wisst ja, normalerweise suche ich die ja immer, beziehungsweise sie fallen mir einfach auf und ich fixe sie dann. Hier ist eigentlich kein Fehler drin. Das Ding ist grundsätzlich out of the box spielbar. Das kann ich dir mir schon mal so bescheinigen. Ihr müsst nur ein paar Sachen beachten. Beziehungsweise ich werde auch unten in der Videobeschreibung eine kleine Teileliste hinterlegen oder die Bauvideos, habt ihr sie vielleicht schon gesehen. Das sind optionale Teile. Optionale Teile, die ich mir jetzt hier eingesetzt habe, was ich für sinnvoll erachte, zwecks Kabelmanagement oder Kabels wegdrücken, weil sie im Weg sein könnten, ist aber nicht zwingend notwendig. Mautic liefert uns genügend Material mit dazu, dass das auch so geht. Ja, also meine Teilliste unter dem Video ist nur Empfehlung, keine Pflicht. Das Modell ist so, wie ihr es bekommt, out of the box spielbar. Eine kleine Einschränkung sind diese Schützen. Da müsst ihr nochmal Hand anlegen, seht ihr bei mir im Bauvideo Nummer 3, wie ihr das fixen könnt. Aber selbst diese Teile, die ihr da braucht, da sind nur ein paar Pins, sind bei der Beute mit dabei. Ja, braucht ihr euch keine Gedanken drum machen, habt ihr alles bereits an Bord, wenn das Modell zu euch nach Hause kommt. Ohne Frage. Ja, und was haben wir dann gebaut? Wir haben dann gebaut. Kommen wir mal zu den Maßen. Also, so wie er jetzt hier steht, im quasi, ja, ich weiß es, ich sage es jetzt einfach mal im Fahrzustand, obwohl es ja gar nicht ist. Ich weiß, Kranliebhaber, er wird normalerweise in zwei oder drei LKWs auf die Baustelle gefahren, wo unter anderem ja die Gewichte nicht dran sind, dass die Bedienkabine nach hinten weggeklappt ist, geht hier alles nicht. Wir können zwar die Gewichte abnehmen, aber die Kabine können wir nicht nach hinten umklappen, die wird nämlich hier mechanisch gesperrt. Und deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Fahrzustand, weil es der Fahrzustand ist, so wie wir es von Molking kriegen. So, und dann haben wir von vorne bis nach hinten gute 1,20 Meter. 1,20 Meter. Die breiteste Stelle sind in diesem Falle jetzt auch dann die Stützen, nicht die Stützen, die Gewichte. Und wir haben eine Gesamtbreite von 44 cm. Mit Stützen gucke ich nachher nochmal. Und in der Höhe haben wir es so hier zu tun mit 25 cm. Ja, 25,5. Gewicht. Das Paket. Ja, Originalverpackung mit ganzen Haufen Plastik. Upsa. Und nochmal eine Umverpackung. Hat um die 15 Kilo. Und wenn das Modell dann vor euch steht, es ist dann zusammengeschrumpft auf 9,7 Kilo. 9,7 Kilo Klemmbausteine stehen jetzt hier quasi vor mir. Ansonsten, ja, die Lenkung funktioniert über eine Schneckenlenkung, also ist nicht über den Servo angetrieben, der drin ist. Habe ich ja schon gesagt, der steuert die Pneumatik an. Die Lenkung läuft über eine Schneckenlenkung. Das heißt, unsere Räder sind immer eingeschlagen. Oder auch nicht, je nachdem, wie wir es gerade stellen, haben keine automatische Rückstellung. Ist auch ganz sinnvoll bei dem Gerät. Er hat einfach eine Masse, eine Größe, da ist das sinnvoll. Einen Krabbengang in dem Sinne haben wir nicht.
lässt sich bestimmt durchaus realisieren, wenn man die Ports sich noch anders programmiert, was allerdings bei der App dann wiederum sehr kritisch zu sehen ist. Da kann man eigentlich gar nichts wieder selbst angreifen. Mit normalen Fernbedienungen kann man es so pauschal nicht bedienen. Müsst ihr die DAC-Boxen tauschen und dann geht das auch wieder. Deswegen nimmt es einfach hin, er hat keinen Krabbengang. Ja, man kann es bestimmt der ein oder andere machen. Ohne Frage. Machbar ist alles. Aber von Mocking Haus aus ist es nicht vorgesehen. So, und damit wir jetzt mal zur Bedienung kommen. Wir müssen eine neue App runterladen. Also, was heißt neu? Für viele von euch draußen wird es neu sein. Wir kennen ja mittlerweile verschiedene Apps von Mocking, angefangen mit der allerersten, mit dieser orangenen Oberfläche. Dann eine, die hatte so ein schwarzes App-Symbol über die MK-App und jetzt eine MK-Plus-App. Wie ihr an die kommt, steht in der Anleitung drin, da ist vorne ein QR-Code oder guckt das erste Video von mir, da halte ich den passenden QR-Code in die Kamera. Könnt ihr euch da abscannen. So, und wenn wir die App starten, ich habe sie jetzt gerade mal gestartet, dann haben wir erstmal ein wildes Kauderwelsch vor uns. Das kann man sich jetzt übersetzen lassen, das sind die Datenschutzbestimmungen und so weiter und so fort. Die sind aber relativ human. Und dann haben wir immer noch ein Kauderwelsch vor uns. Wir gehen dann mal oben auf diese kleinen Symbole, auf das Zahnradsymbol. Und das erste ist dann auch schon die Sprache. Wir stellen uns jetzt mal um auf Englisch, weil wir können nur zwischen Chinesisch und Englisch wählen. Und gehen wieder zurück in die Maske und siehe da, wir können es einigermaßen lesen. Zum Testen. Also wir gehen jetzt erstmal in Select Device. Ja, wir müssen es zulassen. Das ist nämlich die für Bluetooth, sonst funktioniert Bluetooth nicht. Ja, bei der Benutzung der App zulassen. Wenn ihr jetzt das Modell testen wollt, während dem Bauen, was ihr an verschiedenen Stellen machen sollt, dann müsstet ihr hier runter auf diese beiden Einzelakkus gehen und diese verbinden. Und damit könnt ihr nämlich die Akkus einzeln ansteuern und auch die einzelnen Ports ansteuern und seid nicht auf die gesamte Funktion des Modells festgelegt. So. Aber wir gehen jetzt mal in dieses Modell rein. Und jetzt kommt es drauf an. Zum einen, diese Akkubox will am Anfang ein kleines Update haben. Ja, zumindest war es bei mir so und ich habe es jetzt in den Kommentaren auch gelesen, es will ein kleines Update haben. Das kleine Update hat bei mir am Anfang etwas gehangen, hat sich dann aber nach ein, zwei Tagen von alleine behoben. In dieser Zeit hatte ich allerdings Mocking gefragt, hier, passt mal auf, Problem mit der App, die will die eine Akkubox updaten, hat nicht funktioniert. Da haben die mir zurückgeschrieben, ich soll einfach den Knopf der Fernbedienung drücken und halten, bis das Update abgeschlossen ist. Ob es funktioniert, kann ich euch nicht sagen, weil wie gesagt, meine hat sich dann selbst geupdatet. Probiert es aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert. So, und wenn wir das verbinden wollen, sind wir auf eine gewisse Reihenfolge jetzt festgelegt bei dem Modell. Nämlich, zuallererst die Akkubox mit der Bezeichnung Nummer 1. Das ist die H6.0 Akkubox. Und siehe da, sie blinkt bei mir. Und sie wurde auch schon erkannt. Wir tippen drauf und dann fragt uns nach der nächsten. Die nächste ist dann die Akkubox Nummer 2. Wir sollten alle Akkuboxen im Vorfeld nummerieren. Und in dieser Reihenfolge müssen wir sie einschalten. Müssen wir allerdings auch nur beim ersten Mal machen. Die App merkt sich das später. So, die zweite Akkubox ist die, die quasi mehr zum Fahrzeuginneren ist. Muss ich nur gucken, dass ich auch an den Einschalter komme. Der sitzt ein bisschen doof hier unten drunter. So, da sollte sie eingeschaltet sein. Und jawohl, er findet sie. Das gleiche müssen wir dann auch mit der dritten Akkubox machen. Und da ist auch schon die dritte. Die Reihenfolge ist eben wichtig, weil die Ports sind entsprechend belegt mit den Funktionen, die das Modell halt so hat. So, und dann kriegen wir auch schon das Modell einmal gezeigt. Wir klicken auf OK. Wenn wir die App jetzt das nächste Mal starten, dann bittet uns das System, alles in die Grundstellung zu fahren über diese Einstellungen. Und erst dann leitet er uns weiter in diese Maske rein. Ja? Und in dieser ersten Maske sehen wir jetzt verschiedene Optionen. Zum einen sehen wir oben das Ausfahren der Stempel bzw. das Heben und Senken der Stempel. Unten links sehen wir den Vortrieb und Rücktrieb.
und unten rechts sehen wir die Lenkung sitzen. In der Mitte ist eine nette Funktion, die über die H-Motoren gesteuert wird, sprich die Stützen fahren raus und rein. So, machen wir doch gerade mal. So, mal ein bisschen alles in Sicherheit bringen. Und da setzt er sich in Bewegung. Ja, er ist nicht der Schnellste. Aber das verlange ich auch bei knapp 10 Kilo nicht. Auch im Real Life ist er nicht der Schnellste. Im Real Life bringt er gerade mal so in der Spitze 75 Stundenkilometer. In der Spitze. Deswegen, Leute, nicht beschweren, dass er zu langsam ist. Nein, ist er nicht. Das mag vielleicht Ansichtssache sein, aber... So, und wenn wir dann einlenken, überlenken können wir übrigens nicht, auch wenn wir eine Schneckenlenkung haben. Denn die wird wieder begrenzt durch Rutschkupplungszahnräder. Und ihr seht schon, ich kann ihn hier gar nicht so auf dem Tisch rangieren, wie ich es gerne hätte. Weil er einfach dermaßen riesig ist. Aber mal gucken, dass ich ihn wieder einigermaßen gerade hingestellt bekomme. Wie lange die Akkus durchhalten, wird ja auch immer gerne von euch gefragt. Kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe meine nur noch nicht leer gekriegt. Ich habe sie zwar jetzt zwischenzeitlich nach den Videos wieder am Strom gehabt, aber ich habe ihn ausführlich getestet und ich habe sie nicht leer bekommen. Auch der Antrieb wird über drei XL-Motoren gesteuert. Einer für die beiden Hinterachsen und zwei Stück für die fünf Vorderachsen. Läuft super. Sind auch ganz schwer untersetzt. Das heißt, wir haben ordentlich Kraft da drauf. Nicht zuletzt auch, weil wir noch Planetengetriebe unten dran hängen haben. Deswegen verbrauchen die gar nicht so viel Strom. Super. Bleibt mehr für die anderen Spielsachen. Dann haben wir die Stützen. Unten in der Mitte das Symbol. Wenn wir da einmal auf links klicken, dann fahren sich unsere Stützen automatisch aus. Wenn wir auf rechts klicken, fahren sie wieder automatisch rein. In der Mitte ist neutral. Ne? So, fahren wir sie raus. Und dann können wir über die Funktion oben links die Stützen auch noch ausfahren. So, da sind sie ausgefahren. Die werden über Aktuatoren ausgefahren, deswegen ist das Knacken halb so schlimm. Nee, nicht über Aktuatoren, die gehen über Schnecken. Die gehen über Schnecken. Ist trotzdem nicht so tragisch. Die Pumpen. Und zwar habe ich jetzt auch wieder in den Kommentaren gelesen, ich hatte es bereits im Video erwähnt, im Bauvideo, dass meine Pumpen falsch rum sind zu der App. Ja, sprich, hier habe ich das Symbol nach oben und einmal nach unten und bei mir war es falsch rum. Habe ich erst gedacht, René, du Dummerchen, hast du die Schläuche falsch rum angeklemmt? Und dann kam in den Kommentaren, nein, das ist den Leuten draußen, euch ist das auch schon passiert. Also gehe ich mal davon aus, das ist dann wirklich ein kleiner Darstellungsfehler in der Anleitung. Klemmt die Schläuche einfach rum. Schluss aus. Oder lebt mit dem Fehler. Ich habe meine jetzt umgeklemmt. Kleine Besonderheit und Nachteil bei den Stempeln ist, man muss sie ein bisschen, ja, das erste Mal immer so ein bisschen in Ballung bringen. Wo sind sie? Da sind sie. Will sie dann wirklich auch ausfahren. So, hier hinten fährt sich bei mir schon einer raus. Ist da vorne auch was passiert? Ich sehe es nicht. Ja. Da, er ist draußen. Er ist draußen und ja, hier hinten der Stempel ist auch draußen. Diese Stempel haben allerdings nur eine untergeordnete Funktionen, also wirklich abstützen, tun die nicht, wie ihr seht. Dafür ist einfach der Luftdruck zu gering. Ja. Dann haben wir oben rechts in der App dieses kleine blaue, was jetzt orange ist. Da haben wir die nächsten Funktionen drauf liegen. Angefangen von der Tourdrehung, das ist oben links, dann die Schnurspannung der Y-Ausleger, ja, ich habe es gelernt, Y-Ausleger, über die Verstellung der Y-Ausleger, ja, einmal in der vertikalen, einmal in der horizontalen und rechts dieses große ist dann aufgeteilt in den Kran aufstellen und
Ausfahren bzw. der Kranhaken. So, wir müssen, ich bin sehr weit unten, den Kran mal etwas anheben. Vorher den Haken lösen. René, hast du schon mal vergessen. So, Haken ist gelöst. Wir müssen ihn immer erstmal ein bisschen, und ja, Kranliebhaber, wenn ich das jetzt nicht so mache, wie das in dem Original draußen im Real Life gebaut wird, dann hat das was damit zu tun. Wir haben hier Klemmbausteine, das funktioniert teilweise ein bisschen anders. Deswegen, wir müssen jetzt ein bisschen anheben, damit er hier vorne ein bisschen Luft hat, damit wir ihn auch mal dann drehen können. Upsala, da bin ich ja schon fast im Weg hier. Und wir sehen, wir können ihn auch theoretisch um 360 Grad drehen. Funktioniert einwandfrei. Wenn wir denn mal unsere Bedienkanzel ein wenig aus dem Weg schrauben. Ja, die ist übrigens, naja, das Schlechteste am ganzen Modell. Ungelogen. Weil die können wir jetzt auch noch seitlich wegdrehen, wegkippen. Ja, ich weiß, im Real Life ist es dafür da, dass die nach hinten gedreht wird, für den, dass das ganze Modell fahren kann. Aber hier können wir es nicht drehen, ist nämlich baulich bedingt und hängt nur an einer Noppe fest. Die haben auf die Farben keine Acht mehr gegeben. Farben, ganz vergessen. Beim Bauen. Astreine Farbenauswahl hat hier Molking drin. Wir haben Pins in Blau, klar, die sind aber fast nur im Inneren. Jetzt, weil ich hier ins Innere blicke, kann ich auch welche sehen. Aber im Normalfall seht ihr keinen blauen Pins mehr. Alles, was die Außenoptik anbetrifft, sind bei mir jetzt in Weiß gehalten. Bei dem 17008, dem Roten, sind sie in Rot gehalten. Und so verhält es sich auch mit schwarzen Pins in schwarzen Liftarmen oder Dark Blue Pins in Dark Blue Liftarmen drin. Astrein. Mega. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Ach, jetzt habe ich wieder die Pneumatik rausgerissen hier hinten. Naja. Ja, die Schläuche solltet ihr, wenn möglich, so weit wie es geht, ins Innere verlegen. Ansonsten gibt es da auch wieder Probleme. Na, wo hängst du jetzt? Er hat meine Akkubox zerstört. Ja, er hat zu viel Gewicht hinten dran. Er hat meine Akkubox zerstört. Fahren wir dich mal wieder ganz vorsichtig zurück. Aber wie ihr seht, es funktioniert mehr oder weniger einwandfrei, das Gerät. Klar, durch die schiere Größe und Gewicht kommt er manchmal an seine Grenzen. Wer hätte das gedacht? Jetzt geht hier ein bisschen Deko ab. Ja, und wie ihr seht, ich verheimliche euch nichts. Ich verheimliche hier nichts. Wenn das Ding Mucken und Fehler hat, ihr seht es live. Ja, hier neben ist jetzt was abgegangen. Kleines Dekoteil, weil er irgendwo sich jetzt festgehakt hatte. Muss man nochmal gucken. So, ich sehe gerade, meine Schnüre haben sich verhakt. Ich entwirre die gerade mal. So, und da sind sie auch wieder entwirrt. Ja, wir geben ein bisschen Schnur drauf. Damit wir ihn auch mal etwas anheben können. So. Ich fahre ihn mal ein bisschen zurück. So, denn jetzt haben wir den Y-Ausleger. Seht ihr den noch einigermaßen? Ich werde ihn am Schluss vielleicht nochmal in der Totalen zeigen. So, erstmal sollen wir ihn nämlich aufrichten. Und das Aufrichten, da hakt meiner sehr, sehr schwer. Der braucht sehr viel Kraft dafür. Ich weiß nicht, woran das hängt. Ich kann es euch nicht sagen, aber es funktioniert. So, da ist er aufgerichtet und abklappen können wir die Y-Ausleger auch. Ja, ich habe schon wieder Flügel genannt, ne? Damit ist die zusätzliche Abspannung gelöst. Jetzt können wir ihn quasi noch weiter aufrichten. Ich muss weiter in Deckung gehen. Er hat echt enorme Ausmaße.
Apropos Ausmaße, was haben wir denn, wenn die Y-Ausleger ausgefahren sind an Maßen? 78 cm. Na, sagen wir mal 80 cm. Respekt, Respekt, Respekt. So, ja, und dann können wir ihn ganz hochfahren. Und das ganz hochfahren hat in diesen Stützen noch ein paar Probleme. Wie gesagt, das seht ihr im dritten Bauvideo. Da habe ich die Probleme bereits behoben. Ihr braucht da einfach nur zusätzliche Pins reinknallen. Ansonsten knackt euch nämlich diese Stütze immer auf. Um zusätzliche Stabilität nochmal in die Stützen zu bringen, habe ich jetzt hier unten nochmal einen zweiten 11er Liftarm reingetan. Ist aber auch dabei, um hier hinten die, bei der, wo sich die Schnur, das Seil aufwickelt, das ist ab und zu mal auseinandergegangen. 11er Liftarm war auch dabei. Ja. So, und ihr seht, ich kann jetzt an der App nach oben gehen, wie ich will. Sie sperrt. Das hat was mit den neuen Motoren zu tun, mit den neuen Akkuboxen zu tun. Die sind ja so programmiert. Eine weitere nette Programmierung dieser App ist, dass sich jetzt zwei Motoren unabhängig voneinander gleichzeitig bewegen. Das ist zum einen, dass das ganze Teil ausgefahren wird und die Schnur für die Y-Ausleger mitläuft. Das hatten wir bei den vergangenen Modellen teilweise nicht so. Da muss man das per Hand nachziehen und da war es noch mit einer Sperre versehen. Das war eine Vollkatastrophe. Und hier läuft es mit. Also wenn ich jetzt den Arm ausfahren will, ihr seht jetzt davon leider nicht mehr viel. Aber hier hinten dreht sich noch ein Teil mit. Und ich würde vorschlagen, damit ihr mal die Geschwindigkeit seht. Nee, ich packe mir den jetzt. Ich suche mir mal ein anderes Räumchen. Und dann sehen wir ihn nochmal in richtiger Größe. So, jetzt habe ich kurzerhand mal eine neue Kamera ausgepackt, das Kinderzimmer gekapert. Und jetzt können wir auch mal wieder eine Runde spielen. Wie gesagt, er ist in Grundstellung zurückgefahren, App ist aktiv. Und ich würde vorschlagen, legen wir einfach mal los. Wir müssen in die erste Maske rein, denn wir wollen ja erstmal unsere Stützen ausfahren. Ja, das macht er wieder problemlos. Dann fahren wir auch unsere Stützen weiter aus. Auch das ganz problemlos. So, unsere Stützen können wir dann noch, also die Zylinder können wir ja noch ausfahren. Hinten rechts ist er schon ausgefahren. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Ich weiß, vertraut mir da einfach. So, sie sind alle ausgefahren, rundherum, hat einmal frei funktioniert. Dann wechseln wir jetzt die Maske und fangen mal an, unseren Ausleger etwas anzuheben. Funktioniert ja schon mal super. Ja, also ihr habt hier auch eine stufenlose Kontrolle drin. Ihr könnt das langsam oder schneller machen. Ich versuche mal ein bisschen Seil auf den Haken zu geben, denn der läuft leider nicht automatisch mit. Und nein, er ist zu leicht, meine Spule. Hinten rollt sich von alleine ab, ohne dass der Haken sich bewegt. Ich hänge mal kurz was dran. So, ich probiere es doch mal anders. Damit unser Haken relativ frei läuft, müssen wir jetzt auch erstmal den Y-Ausleger etwas anheben. Der klemmt das Seil so ein bisschen ab. Und ihr seht, ja, er tut sich sehr schwer bei dem Y-Ausleger, ihn anzuheben. Wie gesagt, Problem habe ich da leider noch nicht ausgemacht. Und nein, es hängt nicht an der Schnurspannung. Die Welle oben beim Motor, die hat einfach sehr viel Druck, was die auf die Aktuatoren weitergibt. Konnte ich noch nicht eingrenzen. So, dann klappen wir die Y-Ausleger auch gleich mal ab. Und wie ihr seht, das funktioniert super. Anheben können wir sie jetzt ja, nur noch bedingt. Aber dann richten wir uns doch mal weiter auf. Wenn bei den Y-Auslegern
ein bisschen zu viel Spannung oder zu wenig Spannung drauf ist, kann man das auch mit der Maske, die jetzt oben in der App in der Mitte liegt, auch noch manuell korrigieren, die Spannung. Das ist kein Problem. Aber das sehen wir dann spätestens, wenn die Y-Ausleger auseinanderbrechen. Aber das Aufrichten, ihr seht's, läuft wie am Schnürchen. So, da ist er voll ausgefahren und ihr seht, ich kann in der App jetzt machen, was ich will. Er geht nicht weiter. Es wird durch die neuen H-Elemente alles begrenzt. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn auch weiter ausfahren können. Bei dieser Funktion laufen jetzt die Spule von den Y-Abspannungen mit. Warum dann jetzt auch der Kranhaken nicht mitläuft, kann ich euch nicht sagen. Oh, ich sehe, mein Y-Ausleger links hat ein bisschen zu viel Spannung drauf. Da gebe ich wieder ein bisschen was nach. So, ich musste mal die Kamera neu positionieren. Ja, ich hatte sie falsch eingestellt. Ja, ist aus dem Bild rausgefahren. Okay, nochmal von vorne. Also, wir haben den Mast aufgestellt. Der Y-Ausleger ist relativ justiert. Ihr seht, die Seile hängen jetzt noch runter. Ist nicht so ideal, weil damit umschlagen die sich hinten auf der Wicklung und ziehen sich gegebenenfalls dann falsch ein, wenn wir das wollen. Deswegen hatte ich die eigentlich immer ein bisschen auf Spannung gelegt. Und da muss man halt mal ein bisschen gucken. So, jetzt fahren wir mal den Hauptmast aus. Also zu eurer Information, wir sind jetzt schon über einem Meter. In der Gesamthöhe wird er bekommen 1,40 Meter. Aber ihr seht, bis jetzt läuft es butterweich. Butterweich. So, und da hört die App auf, da schaltet die App ab. Und er ist quasi jetzt einsatzbereit. Wir können unseren Haken ablassen. Nur bis ich den jetzt auf dem Boden habe, Leute, da vergeht einige Zeit. Denn wir haben es hier mit einem Vierfachflaschenzug zu tun. Ja? Sprich vier Rollen oder die Seile sind auf vier Rollen verteilt, unten wie oben. Und dadurch haben wir dann eben 8 Seile zu führen, sprich Verhältnis 8:1. Wenn wir hinten jetzt 8 Meter drauf geben, kommt vorne gerade mal 1 Meter an. Und deswegen dauert das entsprechend lange, ist aber ähnlich wie im Original. Ja, der Haken hat sehr wenig Kraft, nicht Kraft, Gewicht. Wir hängen mal was dran. Und das sind jetzt ca. 300-400 Gramm, die da dranhängen. Aber ihr seht, das macht er problemlos. Ganz locker, easy. Wir haben ja auch hinten Gegengewichte von gut einem Pfund dranhängen. Deswegen ist das hier jetzt die kleinste Übung für ihn. Ja, wie gesagt, es dauert sehr lange, bis er da was gehoben hat oder nicht gehoben hat. Für alle, denen das zu langsam ist, sie können selbstverständlich an dem Flaschenzug noch was ändern. Sie können das Verhältnis von 8:1 noch auf 1:1 ändern. Klar, dann hat man nur ein Seil, was gezogen wird. Man muss sich aber auch dessen dann bewusst sein, kann man nicht mehr so viel heben, weil der Motor von der Welle her das einfach nicht mehr schafft. So. So, aber er tut, was er soll und das in einer sehr, sehr schönen Zuverlässigkeit, wenn man denn die Seilspannungen beachtet und damit ein bisschen rumspielt, ein bisschen experimentiert und sich einfach da reinfuchst. Da hilft nichts anderes. Aber
Das ist die Seilspannung. Mechanisch läuft alles top. Wir können ja nochmal gucken, ob wir ihn auch dann jetzt wieder zusammengefahren bekommen. Ja, ich weiß, das macht man normalerweise nicht mit Gewicht am Haken. Ist mir auch bekannt. Aber ihr wollt ja auch nicht stundenlang das Video gucken. Ich glaube, wir sind jetzt schon grenzwertig mit der Zeit von dem Video, was ihr euch jetzt hier schon antut. Aber er gibt einfach so viel her. Er ist fantastisch. Ich finde ihn mega. Vor allem auch, wenn man sich das mal bedenkt, was Smoking Bins uns bisher an Kränen oder Mobilkränen geliefert hat. Das war ja alles mehr so semi. Und hier ist das erste Modell, wo ich jetzt auch sagen kann, läuft alles technisch einwandfrei. Wie gesagt, Seilspannung, ein Thema, ja, ist aber auch das einzigste Thema. Der Rest läuft wirklich wie Butter. Und wegen der Seilspannung und den Seilen generell, habe ich euch bereits ja schon gesagt, nehmt am besten Anglergarn. Das eignet sich generell immer ein bisschen besser für die ganzen Krangeschichten. Ist auch nicht teuer, könnt ihr überall erwerben. Da gibt es gar kein Vertun. So, dann lassen wir noch den Hauptarm auch wieder ab. Wir können unsere Ausleger ja in der Zwischenzeit schon mal anklappen. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir noch unsere Stütze wieder einklappen. Erstmal fahren wir die Stempelchen wieder rein. Ich habe jetzt einen Knoten in meinem Arm drin, in meinem Haken drin. Naja, auch nicht schlimm. Ihr seht bei den Pumpen, ich switche ab und zu mal zwischen auf und nieder hin und her. Denn ganz einfach, damit der Servo, der schafft das nicht immer zu 100% in die Position zu springen. Beim zweiten Anlauf funktioniert das meistens tadellos. So, und wieder reinfahren die Stützen. Die ganze Chose wieder einklappen. So, und wenn mein Haken nicht im Weg liegen würde, könnten wir sogar jetzt wegfahren. Und wegfahren ist jetzt auch ein gutes Stichwort. Ich habe euch lang genug gequält. In diesem Sinne. Dankeschön fürs lange, lange Zuschauen. Auch Dankeschön für über 8000 Abonnenten im Moment. Bleibt schön gesund da draußen. Klemmt was Feines. Und bis bald.